Wahnsinnig, Mario Basler, ein echter Typ, nimmt seinen Hut. Und Publikumsliebling Harry Koch, die ganz private Ehrenrunde. Zwei Männer, ein Abschiedsspiel. Ich hoffe, dass genug Bier da ist. Sicher, Basler und Koch, mittendrin, statt nur dabei. Ja. Ein ganz großer Abend am Betzenberg. Herzlich willkommen im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Zwei FCK-Legenden geben ihren Abschied. Mario Basler und Harry Koch. Sie haben gerufen und viele Topstars des internationalen Fußballs sind der Einladung gerne gefolgt. Ich nenne mal ein paar Namen. Thomas Hessler, Andi Möller, Stefan Effenberg und. Sie alle werden Sie heute mal wieder bestaunen können. Und natürlich auch die beiden, um die sich hier und heute alles dreht. Begrüße ganz herzlich Harry Koch und Mario Basler. Schönen guten Abend. Hallo. Wir haben uns mal ein bisschen verzogen hier auf die Bank, hier im Fritz-Walter-Stadion. Vorhin hat es geregnet, wir hatten ein bisschen Angst davor. Ich glaube, das ist so der Platz, den Sie am wenigsten gerne mochten. Aber heute können wir eine kleine Ausnahme machen, oder? Ja, natürlich ist man als Spieler lieber auf dem Platz, das ist ganz klar. Und ich hoffe, dass wir heute oder dass ich heute nicht hier sitzen muss. Mario, was bedeutet Ihnen das, hier im Fritz-Walter-Stadion Ihr Abschiedsspiel absolvieren zu können? Naja, das war ja, ist ja meine Heimat hier, Kaiserslautern, und ich hatte hier dreieinhalb Jahre, die waren ganz, ganz, ganz toll mit dem letzten Jahr, wo wir es geschafft haben, mit 13 Punkten nach der Vorrunde nicht abzusteigen. Ich glaube, was Schöneres kann man sich nicht wünschen, im letzten Jahr hier in Kaiserslautern nochmal zu spielen, da hat meine Karriere begonnen. Und für mich stand natürlich immer oder stand außer Frage, dass ich mein Abschiedsspiel, wenn ich eins mache, irgendwo anders mache, sondern nur hier auf dem Betzenberg. Harry, Sie haben von 95 bis 2003 hier gespielt, 8 Jahre lang, haben gesagt, sofort als Sie hier angekommen sind, waren Sie sofort mit dem FCK-Virus infiziert. Wie muss man sich das vorstellen? Kriegt man da 40 Fieber oder wie sieht das aus? Ich glaube, wenn man hierher geht zum FCK und hier auf das Stadion geht, dann ist man schon infiziert mit dem Fieber. Und das hat auch die ganzen Jahre lang immer angehalten, hält auch heute noch an. Und ich hatte eine wirklich sehr schöne Zeit, die 8 Jahre hier auf dem FCK, auf dem Betzenberg zu spielen. Und freue mich natürlich, heute nochmal mit Mario zusammen hier vor unseren treuen Fans nochmal spielen zu können. Ja, liebe Zuschauer, es ist natürlich so viel passiert in den beiden Karrieren von Harry Koch und Mario Basler. Das wollen wir nochmal in Ruhe ein bisschen aufarbeiten. Wir machen eine kurze Pause. Seien Sie mit dabei. Ich verspreche Ihnen, das wird ein toller Abend. Bis gleich. So, da sind wir wieder im Fritz-Walter-Stadion mit Mario Basler und mit Harry Koch. Haben Sie sich eigentlich gut verstanden in der Zeit, in der Sie hier zusammengespielt haben, am Betzenberg? Ja, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Es gibt oder es gab eigentlich nie Probleme. Wir haben uns immer auf das Wesentliche konzentriert. Das heißt, wir wollten für den FCK alles geben. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Nach dem Spiel hatten wir dann mal auch Zeit, mal ein Bierchen zusammen zu trinken. Und deswegen haben wir uns auch in den letzten 3,5 Jahren, wo ich mit dem Harry zusammengespielt habe, hat sich da eine Freundschaft entwickelt. Und ich bin froh, dass ich das heute mit dem Harry hier, das Spiel hier machen kann. Harry, was hat denn Mario ausgezeichnet als Typen, als Spieler? Ich glaube, wer Mario kennt und wie ich ihn kennengelernt habe, auch zu schätzen weiß, ganz klar auch seine Ehrlichkeit gegenüber allen Kollegen. Und das ist auch für mich das Wichtigste gewesen. Darum haben wir auch eine gute Freundschaft, die immer noch besteht. Mario war immer gerade an, er hat gesagt, was er denkt. Und solche Typen sind mir immer am liebsten, die ehrlich zu einem sind und nicht da irgendwas vorlügen. Was gibt es über den Harry zu sagen? Ja, der Harry ist immer ein Spieler gewesen, der hinten alles weggeräumt hat. Also auf den Harry war immer Verlass. Er hat im Training genauso wie in den Spielen immer alles gegeben und hat auch immer die Mannschaft motiviert und aufgebaut. Und mit ihm konnte man auch sehr viel Spaß haben. Das heißt, nach dem Spiel, habe ich es ja vorhin schon gesagt, haben wir auch mal das eine oder andere Bierchen getrunken. Wir haben viel gelacht zusammen. Und der Harry war immer einer der Spieler, der ein ehrlicher Arbeiter war, auch im Training. Und der auch hier für diesen Verein gestorben wäre, ganz klar. Das war schon mal eine ganz gute Beschreibung von Mario Harry. Sie waren ja der Fighter, der Kämpfer und der ganz große Publikumsliebling hier. Was glauben Sie, warum waren Sie so beliebt bei den Fans? Ich glaube, weil ich ehrliche Arbeit abgeliefert habe, nie aufgegeben habe, eigentlich immer bis zur letzten Minute, bis zum Schlusspfiff gekämpft habe und für den Verein, für die Mannschaft alles getan habe.
Ich glaube, dass das die ganze Zeit auch bei den Fans sehr gut angekommen ist und die Resonanz ist ja groß. Von daher denke ich, dass sie mich auf die Weise geliebt haben, die Fans. Und ich habe es ihnen eben durch meine Leistung und durch meinen Einsatz und durch mein Herzblut zurückgegeben. Harry Koch war in der Bundesliga nur beim 1. FC Kaiserslautern aktiv von 1995 bis 2003. Mario Basler hat da noch ein paar mehr Stationen vorzuweisen, zum Beispiel Werder Bremen, zum Beispiel den FC Bayern München. Aber egal wo er war, Mario Basler war immer der Mann für die ganz besonderen Momente. Er war doch etwas anders. Früher ziemlich kamerascheu, heute DSF-Experte. Ich war gestern Abend nicht dabei, wo er auch war. Ich denke aber nicht, dass er gestern Dinge gemacht hat, die er nicht machen soll. Auf dem Platz hingegen hat Mario Basler oft gemacht, was er sollte. 262 Bundesligaspiele, 62 Tore, zweimal Deutscher und einmal Europameister. Ein Fußballgenie, aber ab und an mit Verbalausrutschern. Ich denke schon, dass wir eine Mannschaft sind. Es kann nicht jeder mit jedem abends zum Essen gehen oder mit einem ins Bett gehen. Eben ein Freund klarer Worte, auch wenn mal was kaputt ging. Ganz klar, ein begnadeter Schauspieler und Komödiant. Heute macht es Super Mario zum letzten Mal auf dem Betzenberg. Wir sagen Prost und sind gespannt, was uns da wieder alles erwarten wird.